Die Freie und Hansestadt Hamburg. Schon immer ein Ort, an dem Verantwortung groß geschrieben wurde. Wir gehen zurück ins Jahr 1778. Die Welt damals, voller Umbrüche in Politik und Wirtschaft. Die Patriotische Gesellschaft, ein Zusammenschluss engagierter Hamburger Bürger, übernimmt Verantwortung. Sie gründen die Ersparungsklasse, eine der ersten Sparkassen in Europa. Eine revolutionäre Idee. Das Leben wirtschaftlich in die eigenen Hände nehmen. Diese Sparbücher zeigen, wie es damals war. Jeder kann Überschüsse zurücklegen, ansparen, Zinsen dafür erhalten. Ein Geschäftsmodell zum Nutzen aller, von dem auch der Einzelne profitiert. 1827 macht der Senator Amandus Augustus Abendroth daraus die Hamburger Sparkasse. Seit ihrem ersten Tag ist die HASPA für alle da. Sie ist die Sparkasse für die Sparer, das Kreditinstitut für die Wirtschaft. Und der Unterstützer für viele gesellschaftliche und soziale Projekte in der Stadt, wie zum Beispiel Schulkonzerte in der Elbphilharmonie. Sie steht für Perspektive, Wachstum, eine engagierte Gesellschaft. Die Ersparungsklasse hat den Grundstein gelegt für das, was die Sparkassen in Deutschland bis heute ausmacht. Die Hansestadt profitiert von den Ideen und dem Engagement ihrer Bürger, damals wie heute.